Hey Leute, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Dying Light. Und wir müssen jetzt zu Dr. Sarah. Und das ist auch schon der erste Zombie. Aber ja, die Waffen am Anfang sind halt auch nicht wirklich gut. Metallteile, sehr gut. Also Metallteile sind sehr wichtig. Oh nein. Nochmal Metallteile. Aber wir gehen jetzt einfach mal weiter, weil da kommen zu viele. Und die Waffe ist schon kaputt. Und wir haben noch 3 Metallteile. Das können wir auch mal durchsuchen. Küchenkram. Und hier kommen wir rein. Doktor? Hallo? Ist jemand da? Camden? Sind Sie da? Verflixt. Ich soll einen Impfstoff bekommen. Was? Nein, nein. Ein Suppressivum. Es heißt Antizin. Unterdrückt die Symptome. Setzen Sie sie. Antizin zögert das Ende hinaus. Besseres gibt's vom GIE nicht. Das Ende? Es gibt keine Chance auf Heilung? Es ist eine Art Tollwut. Es gibt zurzeit kein Heilmittel. Aber ich habe Tests an Antizin und an infiziertem Gewebe durchgeführt. Heilung ist möglich. Definitiv möglich. Echt jetzt? Sie könnten ein Heilmittel finden? Mit Dr. Camdens Hilfe ja. Ich glaube schon. Ah, wo habe ich nur den Injektor? Wer ist Dr. Camden? Ein Kollege steckt in Sektor 0 fest. Also dort, wo der Ausbruch begann. Wir arbeiten über Funk zusammen. Wir kämen natürlich viel schneller voran, wenn die Verbindung besser wäre. Und wenn meine frühen Experimente Früchte getragen hätten. Ich habe rekombinierte Versionen des Virus in Fleischstücke injiziert und sie dann in der Stadt verteilt. Ich hoffte, die Infizierten würden sie finden und essen und dass ich dann die Ergebnisse dokumentieren könnte. Sie wollten sie nicht? Nein, alles für die Katz. Ich habe so viel Zeit darauf verschwendet. Es gibt auf jeden Fall keinen Grund mehr, Antizin in Reserve zu halten, denke ich. Also, ich bin beschäftigt. Bitte gehen Sie jetzt. Wo war ich gerade? Sei schnell. Rahim, sie hat mich untersucht und mir eine Spritze verpasst. Okay, toll. Das sollte dir erstmal über die Runden helfen. Ich gewöhne mich gerade daran, dich rumzukommandieren. Zeit für einen Härtetest. Sprich mit Spike. Er ist bei Sarahs LKW und hat den ersten richtigen Job für dich. Holen Sie sich Anweisungen von Spike. Neuer Überlebensrang. Punkte einen haben wir hier. Lernen Sie, die fürs Überleben elementarsten Dinge herzustellen. Dietriche Böller, einfache Wurfsterne und Molotow-Cocktails. Ja, wir haben eh nicht zur Auswahl, also müssen wir das nehmen. Hey Spike, ich bin Crane. Echt toll.
Noch so ein Ungelernter. Na gut, Klappe und zuhören. Es gibt zwei Arten von GRE-Paketen. Die einen mit Nahrung, Medizin, Überlebensausrüstung etc. Die anderen enthalten Antizin. Der GRE sendet eine Videobotschaft, wenn eine Lieferung unterwegs ist. Leider schnappen sich Rais Schläger immer wieder das abgeworfene Antizin. Und ohne Antizin sind wir völlig aufgeschmissen. Rais und seine Jungs sind nur tagsüber aktiv. Im Dunkeln macht man's da draußen ja auch nicht allzu lange. Die nächsten zwei Antizin-Pakete kommen heute Abend runter und Bracken will sie sich holen. Das könnte unsere einzige Chance sein, sie zu erreichen. Was soll ich tun? Wie gesagt, nachts loszuziehen ist quasi Selbstmord. Oder wäre es, wenn ich nicht seit Wochen Unterschlüpfe und Fallen vorbereitet hätte. Brackens Team wird's heute Nacht schaffen, wenn du da draußen die Fallen scharf machst. Das ist deine Aufgabe. Okay, was für Fallen sind das und wie macht man sie scharf? Ich werde dir Anweisungen durchgeben. Nicht vergessen, ohne diese Fallen überlebt Bracken die Nacht nicht. Und wenn er kein Antizin mitbringt, sind wir verloren. Nimm dir ein paar Böller, bevor du losziehst. Selbst gebastelt. Sind eine gute Ablenkung, wenn du Ärger kriegen solltest. Machen Sie für Brackens Mission... Für Brackens Mission eine Falle scharf, okay. Komm, öffne das. Durchsuchen. Und weiter. Gut, das Auto zuerst. Öffne die Haube und schließ die Batterie an. Das macht die Falle scharf. J-Tier, ist da draußen jemand? Es ist ein Notfall. Ich bin hier draußen fürs Bike unterwegs. Crane, richtig? Hör zu. Einer unserer Kuriere wollte einen Unterschlupf für Brackens Mission vorbereiten. Er ist auf einem Hof nahe Wefa und Mirma von Zombies umzingelt. Er braucht Hilfe. Okay, ich kümmere mich. Helfen Sie einem gefangenen Überlebenden. Werden wir natürlich machen. Also ich finde das mit dem Parcours echt richtig geil. Okay, dann müssen wir ein Schloss knacken. Aber wir haben ja noch Böller. Aber wie setze ich die ein? Also... Ja, ich weiß. Wir haben nur einen Dietrich. Und wir haben es geschafft. Zwei Medikits. Ich bin da. Einige Infizierte ebenfalls. Sei vorsichtig, Crane. Komm, stirbt. Dein ist tot. Und der zweite auch. Lass mal die Waffe reparieren. Oh Mann. Nein, er ist auch ein Zombie. Zu spät. Erlöse ihn. Lass ihn bloß nicht leiden. Okay, erledigt. Scheiße. Du hattest keine Wahl. Er war kein Mensch mehr. Schnell jetzt. Du musst das Licht anschalten. Nur so ist es dort nachts auch wirklich sicher.
Aber ja, wir haben gleich eine blaue Waffe bekommen. Was sehr gut ist. Ach Mist. Begeben Sie sich auf das Dach des Gebäudes und kontaktieren Sie den GRE. Fast. Einen Augenblick noch. Metallteile. Neue Kraftstufe. Auch sehr gut. Oh mein Gott, kommen da viele. Lieber mal aufs Dach gehen. Metallteile, Klinge. Haben wir einen Dietrich? Ja, haben wir sogar. Sehr gut. Eine grüne Rohrzange. Titan. Und erstmal hier hoch noch eine Kiste. Obwohl es ja gar keine Kiste. Aber egal. Hier ist eine Kiste. Zigaretten. Und jetzt aufs Dach. Train hier. Bericht. Okay, ich habe diesen Doktor getroffen, Wissenschaftler. Arbeitet in einer Art Laboranhänger an einem Heilmittel für den Virus. Er heißt Sierra. Hallo? Hören Sie mich? Positiv. Sekundärziel hinzugefügt. Deckung wahren und seine Forschungsunterlagen sichern. Bestätigen. Die gestohlene Datei hat aber noch oberste Priorität, oder? Positiv. Ein einzelner Forscher, der in einem Anhänger arbeitet, wird kaum nennenswerte Resultate erzielen. Aber falls doch, wollen wir sie sehen. Jade, fertig. Wir müssen noch mehr Unterschlüpfe vorbereiten. Wir haben schon ein paar geeignete Orte ausfindig gemacht. Spike markiert sie dir auf der Karte. Und, Crane? Danke. Zurück zu dir, Spike. Jetzt zurück zum Wesentlichen. Mach die nächste Falle scharf. In der Nähe ist noch ein Auto. Okay. Machen Sie den nächsten Autofallen scharf. Die Straße wimmelt von Infizierten. Ist hier noch was Brauchbares? Von der Straße. Bleib auf den Dächern, wo sie dich nicht erreichen. Nochmal Zigaretten. Singeln das Auto, Spike. Du hast doch noch Böller, oder? Wirf einfach ein paar in die Menge. Diese toten Mistkerle lassen sich leicht ablenken. Küchenkram. Halfer. Sonst noch was? Aber wie es aussieht, nicht. Und hier ist die nächste Falle. Und die nächste Falle. Geht weg von mir. Bin mit dem Auto fertig, Spike. Nein, nein, nein. Dann schaffst du es vielleicht. Okay, die nächste Falle ist nicht weit. Es versteht sich von selbst, aber lass dich nicht im Freien erwischen. Machen Sie die Lichtfallen scharf. Nein, lass mich los. Gehen wir erstmal hier rein. $110. Aber mehr. Au ja, noch ein Kühlschrank. Halfer. Und Alkohol. Ah,
Lass mich hier durch. Hier ist mal gar nichts. Die Biester sind überall. Falls ich eine Falle brauche, wie aktiviere ich sie? Kannst du nicht. Wie gesagt, die sind nur für die Nachtmission. Mist. Stromkabel. Na gut. Feuerzeuggas. $16. Öffne das. Die Tür kann ich gar nicht schließen. Aber hier im Schrank ist auch nichts. Und die Tür lässt sich auch nicht öffnen. Nein, wie komme ich jetzt raus? Geht weg. Und schnell weiter. Es gibt hier so viel, was man durchsuchen kann. Metallteile. Plastikteil. Müll. Neue Wendigkeitsstufe. Ja, aber einen Dietrich haben wir auch zum Glück noch. Ein Wasserrohr, ein blaues und Kaffee. Aber wir können ja was upgraden. Wendigkeitsstufe. Ich glaube, jetzt können wir ausweichen. Und das können wir austauschen gegen das hier. Metallteile. Achso, da oben. Hier geht's hoch. Ziemlich imposantes Teil. Dreimal so hell wie eine normale Straßenlaterne. Davon kriegen die Infizierten Sonnenbrand. Und noch eine Truhe. Ja, okay, ich nehm's mal mit. Weil am Anfang braucht man alles. Küchenkram. Hier ist nichts drin. Kaffee und Halfer. Machen Sie die Lichtfallen scharf, machen Sie mehr Vorrichtungen scharf. Also drei Dinge, die wir erledigen müssen. Alkohol und Halfer. Dort oben ist die nächste Falle.
Oder ist das eine Falle? Ja, ich denke schon. Eine Klinge. Und eine Schnur. Und das hier kann einstürzen, also da sollte man lieber vorsichtig sein. Ah, hier. Hier ist die nächste. Alter, das war jetzt ein weiter Sprung. Gut, Beleuchtung ist bereit. Dann weiter zur nächsten Aufgabe. Mach schnell. Reparieren Sie die nächste Falle. Zigaretten. Mist. Spike, das ganze verdammte Viertel ist finster. Was zum Teufel ist los? Oh, nicht schon wieder. Also gut, hör zu. In deiner Nähe ist ein Umspannwerk. Sieh es dir an. Finden Sie den Stromschaltkasten und beheben Sie das Beleuchtungsproblem. Da beeilen wir uns lieber mal, weil es wird schon dunkel. Wir sind wehrlos. Die Unterschlüpfe und einige Fallen funktionieren auch nicht mehr. Wir brauchen schnellstens wieder Strom. Alter, was ist das für einer? Schnell hier rein. Ah, hier. Und das Problem ist behoben. Das Umspannwerk läuft wieder. Aber wo es einen Kurzschluss gab, kann es wieder einen geben, das weißt du, ja? Die Elektrik überlässt du mir, ja? Mach, dass du zum Unterschlupf kommst. Du wirst dort übernachten müssen. Da muss es hier rechts sein. Hä? Nein, das war der letzte Dietrich. Oh Mann, jetzt können wir die Truhe nicht öffnen. Naja, ist auch egal. Und es ist schon sehr dunkel. Seien Sie vor Einbruch der Dunkelheit wieder im Unterschlupf. Wir haben noch 5 Metallteile.
$86. Und Halfer. Oder spricht man das so aus? Metallteile und leer. Mann, das ist halt dumm am Anfang, weil man kann doch nichts leiden. Und wir sind im Unterschlupf. Scheiße. Was zum Henker ist das? Hey Doc, hier ist Kyle Crane. Was kann ich für Sie tun? Ich habe gerade einen seltsamen Zombie gesehen, voller großer grüner Beulen. Er ist abgehauen, als er mich entdeckt hat. Was kann das gewesen sein? Leider reichen diese Angaben nicht. Aber wenn Sie noch einen sehen, dann sagen Sie Bescheid. In Ordnung. Spielerversteck. Schlafen Sie die Nacht durch. Okay, eine Sekunde. Offline. Okay, Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.